dem Oktober 2019 hat die Redaktion Lohnunternehmen das Lohnunternehmen Ruge aus dem schleswig-holsteinischen Oderrade während der Maisernte einen Tag lang begleitet. Die Maisernte 2019 hat sich durch ständige ergiebige Regenfälle in Schleswig-Holstein in die Länge gezogen und wurde bei Andreas Ruge erst Anfang November abgeschlossen. El Ruge erntet mit 2 Krone-Häckslern ca. 1700 Hektar Mais pro Jahr. Am Tag unseres Besuchs kam der Big X 1180, das Flaggschiff von Krone, zum Einsatz. Angetrieben wird der Häcksler von einem 12-Zylinder von Liebherr mit 24 Liter Hubraum. Angebaut ist ein 9 Meter breiter Maisvorsatz. Unter optimalen Bedingungen erntet das Lohnunternehmen mit dieser Maschine bis zu 90 Hektar Mais pro Tag. Zum Abfahren setzt El Ruge ausschließlich auf Gespanne, bestehend aus Schleppern von 250 bis 360 PS und 40 Kubikmeter Fahrzeugen. Größere Fahrzeugkombinationen passen nicht zur regionalen Infrastruktur. Die Marschböden in Dithmarschen waren aufgrund der Nässe in diesem Jahr besonders schwierig zu befahren. Häufig musste ein extra Schlepper die Transportgespanne vom Feld ziehen. Einen umfassenden Bericht über die Maisernte im Lohnunternehmen Ruge lesen Sie in der Januarausgabe 2020 der Zeitschrift Lohnunternehmen.